Wie heißt du denn? Elif? Okay, bist du Türkin? Kurdin. Kurdin? Sorry. Hat das eine Bedeutung, der Name? Ja, also das stammt tatsächlich aus dem Arabischen. Okay, jetzt kommt Wikipedia-Artikel. Stell dir mal ganz kurz vor, Alter. Ich wollte nur wissen, hat es eine Bedeutung? Also, in der Tat. Hat dein Name eine Bedeutung? Gut, dass die Fragen, gnädiger Herr. Ich wollte soeben. Dachte ich darüber nach und es stammt aus dem Arabischen, um ehrlich zu sein, tatsächlich. Es war der Name einer Prinzessin, die nach einer Blüte benannt wurde, die nur im höchsten Norden wächst. Hat eine Bedeutung ein Wort?